So, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Vorlesung Algorithmen 1. Wenn wir nochmal zurückschauen auf die letzte Vorlesung vorgestern, da hatten wir uns nochmal abschließend mit den AB-Bäumen beschäftigt, die es eben erlauben, eine sortierte Datenstruktur mit einer darauf aufgebauten Suchdatenstruktur aufzubauen, wobei die Bäume eben balanciert waren, indem wir den Knotengrad für jeden inneren Knoten anpassen konnten, sodass der zwischen A und B Kinder enthält. Und damit konnten wir eben einen Großteil der Operationen, die wir auf sortierten Folgen durchführen, also Suche, Einfügen, Löschen von Elementen in logarithmischer Zeit in der Anzahl der Elemente durchführen. Gut, dann hatten wir uns auch noch beginnend in der letzten Vorlesung bereits mit Graphen beschäftigt und das werden wir auch heute fortsetzen. Also Thema heute Graphen, nochmal, welche Datenstrukturen sind zur Repräsentation geeignet und dann werden wir uns mit wesentlichen Algorithmen auf Graphen beschäftigen. Das sind in einem ersten Schritt Graph-Traversierungsalgorithmen, also wie kann ich einen Graph durchlaufen, um sämtliche Knoten zu besuchen. Und da gibt es eben verschiedene Varianten, zum Beispiel die Breitensuche oder auch die Tiefensuche, zu der wir eventuell heute auch noch kommen. Okay, also es geht um Graphen. Graphen, die Datenstruktur, um Abhängigkeiten zwischen Elementen darzustellen. Also Sie haben eine Menge von verschiedenen Dingen, über die Sie reden wollen, also zum Beispiel Personen und Sie haben Abhängigkeiten zwischen diesen Personen. Das kann Organisationsstruktur in einem Unternehmen sein oder Bekanntschaftsbeziehungen oder Sonstiges. Die lassen sich dann eben als Verbindungen oder als eine Relation zwischen den Elementen, zwischen den Personen zum Beispiel ausdrücken. Und dazu sind eben solche Graphen, Datenstrukturen sehr gut geeignet. Gut, wir hatten uns dann schon überlegt, also es gibt gerichtete und ungerichtete Graphen. Es gibt Kantengewichte und vielleicht auch noch Knotengewichte oder Knotenattribute, die wir dazufügen wollen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir solche Graphen jetzt auf unserer Maschine repräsentieren und hatten dazu eine erste Variante, die ganz einfach war, nämlich diese Kantenfolgenrepräsentation, uns angeschaut, wo wir einfach die Kanten, die in einem Graph vorkommen, in einer beliebigen Reihenfolge hintereinander schreiben in eine Sequenz. Die Knoten sind dadurch implizit gegeben, das heißt, alles, was eben in einer Kante hier auftaucht, als Knoten bezeichnet, das definiert uns dann einen neuen Knoten. Und das ist eine sehr einfache Datenstruktur, aber sie erlaubt eben keinen besonders strukturierten Zugriff auf die Daten. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel herausfinden möchte, was sind die ausgehenden Kanten von einem gegebenen Knoten, zum Beispiel U, dann ist es hier relativ schwierig, auf dieser Darstellung das durchzuführen, weil wir eben alle Kanten eigentlich immer durchgehen müssen, diese ganze Liste, um das rauszufinden. Und es ist in vielen Fällen nicht sonderlich effizient. Dann hatten wir uns eine andere Darstellung angeschaut, die Darstellung von Graphen über Adjazenzfeldern. Über Adjazenzfelder, da hatten wir dazu zwei Arrays. Einmal hatten wir ein Array, wo die Indizes, die den Knoten wieder entsprechen, also hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, das wären die Indizes der Knoten. Und hier unten haben wir ein Array, in dem die Kanten repräsentiert sind und die Kanten sind jeweils eben über die Endpunkte der Kante repräsentiert. Genau. Und diese Kanten sind immer so gruppiert, dass alles, was zu einem Knoten gehört, also was die ausgehenden Kanten von einem Knoten sind, die werden hintereinander in diesem Kantenarray abgelegt. Und was wir dann eben noch in dieser Datenstruktur benötigen, ist, dass wir so eine Grenze benötigen, wo fangen die Zielpunkte der Kanten an vom nächsten Knoten und was gehört noch zum Vorgängerknoten. Also wir haben hier Kanten, die gehören zum ersten Knoten, dann haben wir von hier bis hier Kanten, die gehören zum nächsten Knoten und was unsere Datenstruktur V jetzt eben abspeichert, ist eigentlich genau diese Grenzen, wo fangen die Kanten, die zum nächsten Knoten gehören, an. Also hier beginnen die Kanten für Knoten 1, hier in dem unteren Kantenarray an Index 3 beginnen die Kanten für Knoten 2, an Index 5 beginnen die Kanten für Knoten 3 und so weiter.
Und mit dieser Darstellung haben wir schon eine etwas strukturiertere Darstellung von Graphen, wo wir eben zum Beispiel sehr einfach jetzt rausfinden können, was sind von einem Knoten die ausgehenden Kanten. Also wenn wir zum Beispiel wissen wollen, von diesem Knoten 3, was sind die ausgehenden Kanten, dann wissen wir, die Kantenziele sind abgespeichert ab Index 5 in unserem Array E. Bei 7 beginnt schon das nächste, also ist an 5 und 6 sind die Zielpunkte der Kanten abgespeichert. 1, wenn wir dann abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 5 und 6, also hier 2 und 4 wären die Ziele von Kanten, die von Knoten 3 ausgehen. Also das heißt, wir haben eine Kante von 3 nach 2 und eine Kante von 3 nach 4. Wie wir hier auch sehen, 3 nach 2 und 3 nach 4 sind eben hier die ausgehenden Kanten. Also diese Darstellung ermöglicht uns schon mal etwas einfacher, auf zum Beispiel ausgehende Kanten schnell zu finden. Gut, dann hatten wir auch noch einen Algorithmus angeschaut, wie wir diese sehr einfache erste Darstellung der Kantenliste, wo wir einfach beliebig diese Paare von Knoten, die in jeder Kante vorkommen, die Kanten einfach rausgeschrieben haben, wie wir das in ein Adjazenzfeld konvertieren können. Das war dieser Algorithmus hier. Hier noch ein Beispiel dazu. Dann hatten wir uns überlegt noch, dass wir auch Kantengewichte sehr einfach dazufügen können, zum Beispiel durch ein zusätzliches Array, das eben parallel oder gleich groß wie unser Kantenarray E ist. Und da legen wir eben einem entsprechenden Index dann die Zusatzinformation ab, also wie hier eben so ein Kantengewicht, das A, B, C, D zum Beispiel sein kann. Genau, und Knoteninfos könnten wir genauso ablegen, indem wir eben zu diesem Array V jetzt parallel dazu ein zweites Array anlegen, in dem Zusatzinformation für Knoten gespeichert ist. Also das geht auch hier relativ einfach, Zusatzinformationen abzuspeichern. Gut, dann hat man kurz festgestellt, dass wir Kantenanfragen zum Beispiel über eine Hash-Tabelle realisieren können. Was bedeutet Kantenanfrage? Kantenanfrage ist, wir geben zwei Knoten vor, also U und V zum Beispiel, und wollen wissen, ist in dem Graph eine Kante von U nach V vorhanden? Und das können wir eben zum Beispiel über eine Hash-Tabelle realisieren, indem eben die Schlüssel dann die Paare von Knoten sind. Gut. Dann hatten wir uns noch eine weitere Darstellung auch schon angeschaut in der letzten Vorlesung, die sogenannten Adjazenzlisten. Das ist auch eine relativ einfach zu verstehende Datenstruktur. Also wir haben ein Array für hier oben für die einzelnen Knoten, die im Graph vorkommen. Und für jeden Knoten speichern wir uns auch wieder die Kanten, die von diesem Knoten aus ausgehen. Auch wieder hier in der Form von den Zielen der Kanten, also was ist der Knoten, zu dem die Kante führt. Und die Zielknoten, die eben von 1 aus erreichbar sind, speichern wir einfach in einer Liste nacheinander ab. Also das bedeutet, was wir hier jetzt abgespeichert haben, wäre, dass wir von Knoten 1 eine Kante nach 2 haben und von Knoten 1 eine Kante nach 4. Und hier eben entsprechend mit dieser Liste hätten wir von Knoten 2 eine Kante nach 1, von 2 nach 3 und von 2 nach 4. Und was man natürlich hier auch sieht, das Einfügen und Löschen von Kanten ist jetzt hier natürlich relativ einfach. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir hier von 3 noch eine Kante hinzufügen wollten, die nach 3 selber geht zum Beispiel, könnten wir hier einfach noch einen zusätzlichen Eintrag dazufügen, der die Kante 3 und den Zielknoten 3 noch enthält. Wenn wir das wieder löschen wollten, würden wir eben einfach diesen Eintrag rausnehmen. Und Einfügen und Löschen in Listen, das wissen wir ja, das geht sehr einfach. Da haben wir noch das Problem, dass wir eben den entsprechenden Eintrag suchen müssen beim Löschen zum Beispiel. Aber da könnten wir auch dann eine Datenstruktur verwenden, wie wir sie letztes Mal in der Vorlesung hatten. Also dass wir so eine Navigationsdatenstruktur zum Beispiel oben draufsetzen noch und mit Hilfe eines Suchbaums dann auch in logarithmischer Zeit zum Beispiel hier einen passenden Eintrag in so einer Liste suchen können. Okay, also was ist der Vorteil dieser Datenstruktur? Adjazenzliste, einfaches Einfügen, einfaches Löschen. Braucht aber durch diese ganzen Verlinkungen, die in der Liste oder in jeder dieser Listen vorhanden sind, braucht sie mehr Platz. Also wir haben eben statt dem Eintrag hier zum Beispiel der 2, haben wir eben gleichzeitig noch diesen Pointer, der auf den nächsten Knoten und dieser Pointer, der auf den Vorgängerknoten zeigt. Also grob das Dreifache können wir dann unter Umständen benötigen für die Adjazenzfelder. Und das, wenn wir jetzt diese Elemente einer Liste auch im Speicher verteilt sein können, ist auch die Cache-Effizienz von diesem Algorithmus, von dieser Darstellung nicht ganz so gut. Also
Adjazenzlisten, eine sehr flexible Darstellung, nicht ganz so effizient wie Adjazenzfelder. Das haben wir uns auch noch angeschaut, dass man diese Adjazenzlistendarstellung noch erweitern kann und kann um alle möglichen zusätzlichen Hilfsdatenstrukturen oder Verlinkungen, die man sich noch unter Umständen vorstellen könnte zwischen Elementen. Also was haben wir hier? Hier auf der rechten Seite haben wir unsere Knoten, Knotenfeld, also hier Knoten 0 oben, Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3. Und eben noch mit Zusatzinformationen hier versehen. Also wir haben zum Beispiel hier zwischen eine Verlinkung auch über eine Liste von diesen einzelnen Knoten. Wir haben dann hier verschiedene Pointer, also zum Beispiel hier oben einen Pointer, der uns auf die erste ausgehende Kante zeigt, die ja, benötigen wir sowieso. Dann haben wir auch noch einen Pointer, der uns auf die erste eingehende Kante zeigt. Also damit können wir dann eben nicht nur ausgehende, sondern auch eingehende Kanten dann einfach erreichen. Hier die 0 wird bedeuten, es gibt keine. Das ist einfach ein Nullpointer, der hier drin steht. Und dann könnte man auch noch den Grad zum Beispiel hier abspeichern zusätzlich. Was ist der ausgehende, eingehende Grad der Kanten? Dieses Knoteneingangs- und Knotenausgangsgrad dieses Knotens. Und genauso kann man dann auf der Seite der Kanten in der Datenstruktur auch noch zusätzliche Informationen ablegen. Also wir haben wieder ganz links eben die Verlinkung der Kanten untereinander über so eine doppelt verkettete Liste. Dann hätten wir hier die von einem Knoten ausgehenden Kanten nochmal verlinkt. Also das wird da relativ einfach auch alle Kanten zu einem Knoten ausgehenden Kanten von einem Knoten ablaufen können. Dann haben wir hier noch eine weitere Verlinkung, die uns für die eingehenden Kanten ermöglicht, diese in einer Liste durchzulaufen. Hier hätten wir noch also ob es eine Kante in der anderen Richtung gibt zu einer bestehenden Kante. Also hier zum Beispiel, wenn wir uns diesen Beispielgraph hier rechts oben anschauen, da haben wir zum Beispiel jetzt ja eine Kante von 1 nach 2 und auch eine Kante von 2 nach 1. Und um jetzt von einer Kante, sagen wir zum Beispiel der von oben nach unten, zu der anderen entgegengesetzten Richtungskante zu kommen, könnte man auch nochmal ein Feld hier ablegen. Das wäre hier zum Beispiel diese Ref für Reverse, dieser Eintrag. Da sehen Sie, hier hat es zum Beispiel dann eben diese Pointer, die uns zwischen 1 und 3 eben genau, oder ja, zwischen 1 und 2, Knoten 2 haben wir ja rechts unten, zwischen 1 und 2 diese Kanten angeben. Und dann kann man hier auch nochmal rückwärts Pointer einspeichern, die jetzt eben von den Kanten zu den Knoten Einträgen wieder zeigen. Also Sie sehen, man kann diese Adjazenzlisten-Darstellungen noch ziemlich weit aufbauen, je nachdem, was man eben an Anforderungen hat für spezielle Algorithmen. Okay, also alle möglichen Verzeigerungen kann man da auch noch dazu fügen. Und das werden Sie wahrscheinlich auch erleben, wenn Sie solche Graph-Algorithmen implementieren, dass Sie häufig je nach Anwendungsfall, wofür Sie den Graph eben benötigen, ganz unterschiedliche Anforderungen haben, was denn jetzt über so einen Graph effizient abgefragt werden können soll oder welche Informationen Sie noch zusätzlich ablegen wollen. Und da bietet es sich dann eben an, so eine sogenannte Customization der Datenstruktur vorzunehmen, so ein bisschen wie wir es auf der letzten Folie eben schon gesehen hatten. Sie nehmen die Elemente zu Ihrer Datenstruktur dazu, die es Ihnen eben erlauben, Zusatzinformationen, die eben hilfreich sind, abzulegen. Okay. Jetzt wollen wir uns noch ein kleines Beispiel anschauen, wie wir eine dieser Datenstrukturen, die wir jetzt gesehen haben für Graphen, wie wir die eben konkret verwenden können. Und der Algorithmus, wo wir uns den Einsatz einer solchen Datenstruktur anschauen wollen, ist einer, den wir in der Vorlesung früher schon hatten, nämlich die sogenannte DAG-Erkennung. Also wir haben einen Graph und wir wollen erkennen, ob es sich bei diesem Graph um einen Directed Cyclic Graph, also einen schleifenfreien Graph handelt. Also nicht zyklisch soll das sein, gerichtet sind unsere Graphen im Folgenden fast immer. Also es geht darum festzustellen, ist ein Graph azyklisch oder eben ein sogenannter DAG. Und damals, als wir uns diesen Algorithmus angeschaut hatten, Sie erinnern sich vielleicht noch, hatten wir uns nicht genau angeschaut, wie denn so eine Graph-Datenstruktur aussieht, sondern wir haben uns eigentlich auf der rein mathematischen Ebene bewegt. Wir hatten eben gesagt, so ein Graph besteht aus einer Knotenmenge V und einer Kantenmenge E
Und wir haben irgendwie die Möglichkeit, zum Beispiel hier zu prüfen, ob es einen Knoten in unserer Knotenmenge gibt, der einen Eingangsgrad von 0 hat, ohne uns jetzt genau zu überlegen, wie die Datenstruktur dazu aussieht. Wir hatten gesagt, ja, wir können einfach Elemente aus unserer Knotenmenge entnehmen und wir können Elemente aus unserer Kantenmenge entnehmen. Aber wie genau wir das jetzt implementieren, das hat man damals offen gelassen. Und das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Aber bevor wir uns das auf dieser konkreten Datenstruktur anschauen, erinnern wir uns vielleicht nochmal, was war hier die Idee dieses Algorithmus zur Erkennung von azyklischen Graphen. Also wir wollen erkennen, ob ein Graph zyklenfrei ist. Und die Idee war, dass es, wenn der so ein Graph zyklenfrei ist, dann gibt es ja, bestimmte Kanten eben, oder solche Kantenfolgen, die durch den Graph durchlaufen. Und die Kantenfolgen, wenn die nicht zyklisch sind, dann enden die alle an irgendeinem bestimmten Knoten. Und wir in diesem Algorithmus suchen wir jetzt einfach diese Endpunkte raus, die eben keinen Nachfolger haben und reduzieren von dort ausgehend den Graph. Das heißt also, wenn wir hier so einen Endpunkt haben, der so keine weitere ausgehende Kante hat, dann wissen wir, dass der auch zu einem Zyklus nicht beitragen kann, weil da ja wir an einem Endpunkt ankommen würden, wo es eben nicht mehr weitergeht, was wir für so einen Zyklus, also wenn wir so ein Zyklus wäre eben so eine Schleife in dem Graph, dass wir irgendwann mal wieder am Ausgangspunkt ankommen und wenn wir hier einen Endpunkt haben, dann kann der natürlich nicht zu so einer Schleife beitragen. Das heißt, was wir dann gemacht haben, wir haben diesen Knoten entfernt, wir haben auch die zugehörige Kante entfernt und dann eben schrittweise das Ganze durchgeführt und geschaut, ob wir damit mit dieser Operation des Entfernens von Knoten mit Ausgangsgrad mit 0 den Graph abbauen können. Also ich sehe so gerade, wir haben es hier sogar anders gemacht, wir haben die andere Richtung vorgenommen, wir haben uns den In-Degree angeschaut, für Zyklen ist das egal, also man kann den auch von der anderen Seite her abräumen, den Graph, also wenn wir hier von diesem Ende her arbeiten, dann wird man einfach den In-Degree überprüfen und feststellen, wenn das eben hier ein Startpunkt ist, wo es keinen Vorgänger gibt, kann das auch in keinem Zyklus enthalten sein und dann wird man von hier her den abräumen, den Graph. Also wir löschen schrittweise Elemente aus unserem Graph raus, die eben einen Eingangsgrad von 0 haben, so lange, bis wir fertig sind. Wenn wir den ganzen Graph damit abräumen konnten, wissen wir, er enthält keinen Zyklus. Falls das nicht mehr geht, dann muss es sein, dass wir am Schluss eben in so einem Zyklus angekommen sind. Und dann wissen wir das auch, dass es damit kein DAG ist. Okay, also diese Aufgabenstellung der DAG-Erkennung wollen wir jetzt eben mit einer speziellen oder mit einer passenden Datenstruktur für Graphen lösen. Und was wir hier verwenden wollen, sind diese Adjazenzfelder. Also diese Adjazenz-Arrays, Sie erinnern sich, das war diese Darstellung, Knoten-Array, Kanten-Array und in dem Knoten-Array haben wir eben gespeichert, wo sind jeweils die Startpunkte der entsprechenden Kanten in unserem Kanten-Array. Ja. Okay, und was wir in diesem Algorithmus jetzt machen, Sie sehen schon, der ist ein bisschen komplizierter geworden als vorher. Wir haben bestimmte, Zusatzdaten, die wir in der Funktion benötigen. Einerseits zählen wir, wie viele Elemente wir schon rausgestrichen haben auf dem Graph. Das ist dieser Eintrag dropped. Und dann wollen wir eine Liste droppable führen. Und in dieser Liste droppable sollen alle Knoten gespeichert sein, die eben aus dem Graph entfernt werden können. Also wir entfernen die nicht wirklich aus unserer Datenstruktur, sondern merken uns nur, dass die entfernt wurden in einem zusätzlichen Array. Okay, also was machen wir? Wir berechnen erstmal den In-Degree von allen Knoten, das geht in linearer Zeit und speichern das in so einem Feld In-Degree ab für jeden Knoten und bilden daraus dann die Liste droppable, das sind eben die Elemente, die erstmal jetzt hier die Kandidaten sind, die weggelassen werden können, sind eben die mit In-Degree 0. Und die speichern wir in einer Liste ab oder in einem Feld oder sogar einen Stack können wir hier nehmen. Und diese Elemente, die bearbeiten wir jetzt eben schrittweise. Das heißt, wir schauen uns alle die Elemente an, die eben einen Eingangsgrad 0 haben, die rausgestrichen werden können aus dem Graphen. Und die bearbeiten wir jetzt, solange eben dieses droppable ungleich 0 ist. Gut, und dann haben wir hier noch eine Invariante nochmal angegeben.
Und die sagt uns, dass eben unser Graph genau auch während diesen Modifikationen, die wir in jedem Schleifenschritt durchführen, diese Deckeigenschaft beibehält. Das heißt, wenn er vorher ein Deck war, ist er auch danach noch ein Deck. Wenn er vorher kein Deck war, ist er auch danach kein Deck. Also diese Zyklenfreiheit, die soll hier eine Invariante sein. Gut, dann schauen wir uns den ersten Knoten V an, der eben gelöscht werden kann. Wir zählen dropped 1 hoch, unser Zähler für die Anzahl der schon ausgestrichenen Knoten und wollen jetzt diesen Knoten V aus dem Graph entfernen. Genau. Und wie machen wir das? Wir gehen dazu die Kanten durch, die eben von diesem Knoten V aus ausgehend sind. Und da haben wir ja über unser Adjazenzfeld die einfache Möglichkeit herauszufinden, wo die ausgehenden Kanten gespeichert sind. Die sind eben, ja genau, eben, wir schauen erst in unserem Vertexfeld nach, was ist der Index der ersten ausgehenden Kante in unserem Edgefeld. Und von da aus gehen wir dann eben die Kanten durch. Das heißt, das ist was, was wir in dieser Graphrepräsentation sehr schnell durchführen können. Und was wir dann machen, wir passen eben dann den Eingangsgrad des Zielknotens dieser Kante entsprechend an. Wir wissen, wenn wir den Knoten V rauslöschen, dann verringert sich der Eingangsgrad von Knoten W um 1. Das speichern wir eben ab und merken uns auch wieder, wenn wir beim Eingangsgrad 0 angekommen sind für den Knoten W, dass der dann auch wieder gelöscht werden kann. Das heißt, der wird dann in unsere Droppable-Datenstruktur abgespeichert oder dieser Droppable-Liste oder dem Droppable-Stack dazugefügt. Gut, und damit haben wir auf dieser Datenstruktur eigentlich genau das Gleiche erreicht, wie was wir auf unserer letzten Folie abstrakt einfach durch E gleich E ohne eine bestimmte Kantenmenge hingeschrieben hatten. Hier eben jetzt konkret für diese Datenstruktur. Und Sie sehen auch, wir haben hier diese Adjazenzfelddarstellung gar nicht modifiziert, sondern wir haben hier wirklich nur mit Hilfsstrukturen gearbeitet, eben dieser Droppable-Stack und diese In-Degree-Datenstruktur, dieses In-Degree-Array und konnten mit dieser Zusatzdatenstruktur auch diese Löscheffekte im Graph dann nachvollziehen. Gut, am Schluss müssen wir noch prüfen, ob unser Graph leer geworden ist. Das können wir jetzt hier machen, indem wir prüfen, ob die Anzahl, also die Knoten in unserem Graph, also die ursprüngliche Knotenmenge, ob die gleich der Anzahl der gedroppten Knoten ist. Dann sind alle Knoten verschwunden. Okay, also so können wir das mit so einer Adjazenzfelddarstellung realisieren, diesen Algorithmus. Und das Schöne ist, die Laufzeit ist hier linear in der Summe von Kanten und Knoten. Und was wir auch gesehen haben, wir brauchen eben keine dynamische Datenstruktur, sondern diese Hilfsdatenstrukturen haben uns auch schon ausgereicht, um diesen Algorithmus durchzuführen. Okay, also das ist jetzt eine mögliche Anwendung, wie sie eben mit Hilfe von einer der gesehenen Graphrepräsentationen arbeiten können. Okay. Aber das, wenn man jetzt mal sich so umschaut, dann sieht man, dass das noch gar nicht alle Graphrepräsentationen waren, die in der Praxis gerne verwendet werden, sondern es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren. Und die wollen wir uns deshalb jetzt auch noch etwas umfassender anschauen. Also eine weitere Variante, wie Sie Graphen darstellen können, ist über sogenannte Adjazenzmatrizen. Also, was ist eine Adjazenzmatrix? Das ist eine Matrix, die an Elementen nur Einträge 0 und 1 enthält. Und es ist eine N-Kreuz-N-Matrix, wobei N die Anzahl der Knoten ist, die wir in unserem Graph haben. Also, wenn wir rechts auf das Beispiel schauen, in dem Graph auf der rechten Seite haben wir 4 Knoten und deshalb drunter eben auch diese 4-Kreuz-4-Matrix. Und wie gesagt, die enthält immer, diese Adjazenzmatrizen enthalten immer nur Nullen und Einsen als Einträge, wobei eine 0 dafür steht, dass keine Kante vorhanden ist von Knoten I zu Knoten J und eine 1 bedeutet eben, dass eine Kante vorhanden ist. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen wollen, gibt es eine Kante von, ja, das hier wäre unser I, das hier wäre unser J. Also gibt es eine Kante von, also wenn wir hier nach,
Nein. Nicht hier vorne, sorry, ne, wo wir kurz was löschen können. Also in diese Richtung geht unser I, diese Richtung geht unser J. Und wir haben dann eben einen Eintrag A, I, J in unserer Matrix, genau dann, wenn zwischen I und J eine Kante besteht. Also wenn wir jetzt prüfen wollen, gibt es eine Kante zum Beispiel zwischen I, zwischen Knoten 1 und 2, dann schauen wir I gleich 1, J gleich 2 in unserer Matrix nach. Hier steht eine 1 drin, also ja, da ist eine Kante vorhanden. Oder wenn wir hier schauen, zum Beispiel gibt es eine Kante zwischen 2 und 4, dann haben wir hier auch eine 1 stehen, also, ja, also es gibt auch hier eine Kante. Wenn wir schauen, gibt es eine Kante von 4, wäre hier unten, nach 3, dann haben wir eine 0, also nein, die gibt es nicht. Von 4 nach 3 haben wir keine Kante hier gespeichert. Okay, also eine sehr direkte Darstellung des Graphen über, ja, aber dafür eine relativ große Datenstruktur. Wenn Sie sich überlegen, wenn Sie n Knoten haben, n vielleicht 10.000, dann haben Sie hier eben eine Matrix mit, ja, 10.000 mal 10.000, also mit 1 mal 10 hoch 8 Einträgen. Also das ist schon eine sehr große Datenstruktur, die Sie da erhalten. Und das ist eigentlich auch schon der größte Nachteil dieser Datenstruktur, dass sie eben nicht sonderlich platzeffizient ist in vielen Fällen. Aber sie ist platzsparend, wenn Sie sogenannte Dichtegraphen haben. Was ist ein Dichtergraph? Ein Dichtergraph ist ein Graph, in dem fast alle möglichen Kanten enthalten sind. Also wenn Sie so einen Graph darstellen wollen, dann enthält er eben in diesen anderen Graphdarstellungen sehr große Kantenlisten auch. Und hier ist man dann nicht wirklich viel, benötigt man nicht wirklich mehr Platz, um solche großen Kantenmengen darzustellen. Also für dichte Graphen ist es geeignet mit sehr vielen Kanten, ansonsten eher platzineffizient. Man kann sich natürlich auch noch überlegen, dass diese Matrizen trotzdem etwas kompakter abzuspeichern. Aber ein Vorteil von dieser Datenstruktur ist, dass wir eben wirklich sehr direkten Zugriff haben auf Informationen. Also wir können die Frage, ob eine bestimmte Kante jetzt zum Beispiel besteht, ja einfach direkt aus unserer Matrix ablesen, indem wir eben an den entsprechenden Index IJ in unserer Matrix nachschauen. Also einfache Kantenabfrage. Navigation, ja, das ist, also geht, aber vielleicht nicht ganz so optimiert wie auf anderen Darstellungen. Ein Vorteil von dieser, warum diese Graphen auch gerne verwendet werden, ist, weil sie eine Verbindung erlauben zur linearen Algebra. Also in der linearen Algebra geht es ja unter anderem auch um die Darstellung von linearen Funktionen, von Vektorraum in Vektorraum. Und diese linearen Funktionen lassen sich über Matrizen repräsentieren. Und von daher, und dadurch hat man dann eben den Zusammenhang mit linearer Algebra und bestimmte Algorithmen aus der linearen Algebra lassen sich eben verwenden, um Graphfragen zu beantworten. Okay, und als ein Beispiel, wie sich so ein Zusammenhang darstellen kann zwischen linearer Algebra und dieser Adjazenzmatrix-Darstellung, ist, wenn wir zum Beispiel einfach von einem gegebenen Adjazenzmatrix A die k-te Potenz berechnen. Also wir multiplizieren diese Matrix k mal mit sich selbst und nehmen an, dass die Matrix, die dabei entsteht, c sein soll. Und die interessante Eigenschaft jetzt hier ist, dass wir jetzt diesen Einträgen in der entstehenden Matrix c eine Bedeutung geben können, die auf den Graphen wieder eine sinnvolle Eigenschaft ergibt. Und zwar ist es so, dass der Eintrag in der Matrix C an der Stelle IJ genau die Anzahl der Pfade angibt, die von I nach J in diesem Graph möglich sind. Und das ist eigentlich schon eine ganz interessante Eigenschaft, weil ansonsten dieses Zählen von Pfaden, die es von einem Knoten I zu einem Knoten J gibt, mit gewissem Rechenaufwand verbunden ist. Und hier haben wir eben eine einfache Möglichkeit, gleichzeitig die Anzahl von allen Pfaden von beliebigen Knoten I und J zu berechnen. Und das eben mit dieser Matrixmultiplikation. Matrixmultiplikation ist ja auch eben in vielen linearen Algebra-Paketen schon vorhanden. Das heißt, Sie können einfach so einen Standardalgorithmus hernehmen aus so einem linearen Algebra-Paket und dann eben über diese
Matrixpotenzierung dann die Anzahl der Kanten berechnen. Okay. Dann gibt es, ja, so ein bisschen ähnlich, wie wir uns ganz am Anfang die Langzahlmultiplikation angeschaut hatten, gibt es auch Vereinfachungstechniken bei der Matrixmultiplikation. Also man kann zum Beispiel diese Potenzberechnung, da muss man nicht in Wirklichkeit nicht K Multiplikationen durchführen, sondern man kann, indem man einfach hoch 2, hoch 4, hoch 8, also immer Quadrierungen berechnet, kann man auch mit log K Matrixmultiplikationen auskommen. Und man kann auch jene eine Matrixmultiplikation selber, also der triviale Algorithmus bedeutet kubische Zeit, den kennen Sie wahrscheinlich, dass man einfach so zeitenspaltenweise eben durchgeht durch die Matrizen. Auch der lässt sich noch optimieren. Da gibt es einen Algorithmus von Strassen, der eben die Matrixmultiplikation noch beschleunigt. Das ist auch wieder ähnlich wie der Karatsuba-Algorithmus, die Idee, den wir am Anfang der Vorlesung uns angeschaut hatten für schnelle Langzahlmultiplikation. Also, es gibt noch ein paar Tricks, um das zu beschleunigen, aber was hier der wichtige Punkt ist, ist, dass Sie mit Verfahren der linearen Algebra Graphprobleme lösen können. Okay. Und diesen Fall hier wollen wir uns jetzt noch ein klein bisschen näher noch anschauen. Also, wir wollen prüfen, stimmt diese Behauptung denn wirklich, dass wenn wir die k-te Potenz einer solchen Adjazenzmatrix berechnen, dass dann der Eintrag in dem entstehenden Produkt CIJ die Anzahl der Kanten von der Pfade von I nach J angibt. Und das wollen wir mittels Induktion beweisen. Also für den Fall K gleich 1. Ja, also muss ich mal noch anschauen. Also was gibt es hier an? K-Kantenpfade bedeutet, das sind die Pfade, die genau über K-Kanten laufen. Also das K-Produkt gibt uns jetzt nicht beliebige Pfade an, das habe ich etwas ungenau ausgedrückt vorher, sondern es gibt uns die Pfade an, die in genau K-Kantenschritten erreichbar sind. Okay, also für K gleich 1 geht es um die Frage, was ist eben in einem Schritt erreichbar, und das sind natürlich direkt die Einträge, die in unserer Adjazenzmatrix gespeichert sind. Das heißt, da stimmt die Behauptung natürlich dann trivialerweise. Wenn wir jetzt so einen Induktionsschritt durchführen wollen, dann gehen wir davon aus, dass wir eben dieses K-Produkt bereits durchgeführt haben und jetzt noch ein weiteres Mal die Matrix A drauf multiplizieren. Das gibt dann unsere Matrix C. Und das heißt, wenn wir jetzt ausmultiplizieren hier und einfach sagen, ja, in unser A hoch K ist bereits berechnet und die Matrix, die wollen wir, die dabei entsteht, wollen wir einfach auch mit A hoch K bezeichnen. Um da jetzt nochmal das A drauf zu multiplizieren, haben wir eben diese Summenberechnung, die wir hier durchführen müssen. Also die bereits zur Kartenpotenz erhobene Matrix wird mit der Matrix A multipliziert. Und dann haben wir eben, wenn wir jetzt uns anschauen, was bedeuten die Dinge, also hier der Eintrag in A hoch K IL gibt uns an, die Pfade über K-Kanten von I nach J. Das ist unsere Induktionsvoraussetzung, wenn wir es für Ks bereits bewiesen haben. Und wenn wir jetzt uns das anschauen, also das heißt, wir haben einen Pfad nach L, und was kommt jetzt dann durch unsere Matrix, die wir nochmal drauf multiplizieren, dazu? An der Stelle LJ ist eben gespeichert wie eine 1, wenn es eine Kante von L nach J gibt. Das heißt, wenn es diese Kante gibt, dann wird dieser Pfad entsprechend hier auch in dem Produkt berücksichtigt. Wenn eine 0 drin steht, dann wissen wir auch, es gibt keinen Pfad, der von I über L nach J führt. Und das heißt, da haben wir dann auch eine 0 eben in unserer Matrix ALJ drin. Das heißt, der wird dann nicht mitgezählt. Also dieses eine Produkt in unserer Summation gibt uns an, eben die Pfaden, die Kanten, die in K plus 1 Schritte von I über L nach J führen. Genau. Und nachdem wir da eben jede letzte Kante genau einmal zählen, entspricht es auch dann eben der Anzahl der Pfade, die über Länge K plus 1 von I nach J führen. Und damit haben wir dann die Behauptung bewiesen.
Gut, also damit können wir dann, wie gesagt, eben rausfinden, ob es Pfade von in K-Schritten gibt. Man könnte sich jetzt auch noch überlegen, wie kann man die Pfade der Länge kleiner gleich K erhalten. Gibt es da auch ein einfaches algebraisches Muster dafür? Das ist was ich wo ich auf die Übungen verweisen möchte. Und wenn man jetzt eben an beliebigen Pfaden beliebiger Länge interessiert ist, dann kann man einfach eben dieses K zum Beispiel schrittweise erhöhen und erreicht dann irgendwann mal die Anzahl der Pfade, die beliebiger Länge möglich sind. Also man kann das zum Beispiel so lange durchführen, bis ich keine Änderungen mehr an der Anzahl der Pfade über die ganze Matrix ergibt. Und dann kann man dann die Potenzierung stoppen dann. Okay, also das wäre eine Möglichkeit, wie man mittels linearer Algebra eben das Grafeigenschaften berechnen kann. Es gibt auch eine andere Richtung noch, also sobald man so eine Korrespondenz hat, versucht man die in beide Richtungen auszunutzen. Und es gibt dann eben auch die andere Richtung, dass zum Beispiel die Graphentheorie helfen kann in der linearen Algebra. Und hier ein Beispiel dazu wäre eine Matrixmultiplikation oder das Lösen eines linearen Gleichungssystems. Wir haben eben hier dieses Gleichungssystem b mal x gleich c mit einer Matrix b und einem Vektor c und wir wollen gern die Lösungen in x berechnen. Dazu gibt es dann ja verschiedene Algorithmen, Gauss-Algorithmus oder Varianten davon. Und jetzt ist die Frage, inwiefern kann uns da Graphtheorie helfen? Die kann uns helfen, indem wir zum Beispiel versuchen, diese bestimmte Eigenschaften von unserer Matrix B auszunutzen. Und zwar könnte das sein, dass diese Matrix B eine Gestalt hat, wie sie jetzt hier abgebildet ist. Also dass das so eine Blockmatrix ist. Also die besteht aus zwei Blöcken, B1, B2, mit also beliebige Teilmatrizen, aber außerhalb von diesen Matrizen sind alle anderen Einträge null in dieser Matrix. Und das erlaubt uns eben zum Beispiel dieses Lösen des linearen Gleichungssystems zu vereinfachen, aber wir müssen eben erstmal diese Blockstruktur erkennen. Und um diese Blockstruktur zu erkennen, kann man eben jetzt diese Adjazenzmatrizen zum Beispiel verwenden, indem wir einfach hergehen und uns einen Graph aufbauen, der auf dieser Matrix B aufbaut. Und zwar soll dieser ein Eintrag 1 in unserer Hilfsmatrix oder in unserem Graph eine Kante vorhanden sein, wenn in unserer Matrix ein Nicht-Null-Eintrag anstelle IJ steht. Also wenn es sich um einen Eintrag handelt, der eben in so einen Block hier reingehört und nicht so ein Null-Eintrag ist, dann speichern wir das in unserer Matrix ab. Und was wir dann feststellen, ist, dass diese Blockeigenschaft auf der Matrix den Zusammenhangskomponenten in dem Graphen G entspricht. Das heißt, wir versuchen in dem Graph einzelne Knotenmengen zu identifizieren, die keine Verbindungen haben über Kanten zu anderen Knotenmengen. Das nennt sich dann die Identifizierung von sogenannten Zusammenhangskomponenten. Da kommen nachher noch mehr dazu in der Vorlesung. Aber über diese Zusammenhangskomponenten kann man dann zum Beispiel eben so eine Partitionierung dann feststellen und so eine Blockeigenschaft auf der Matrix erkennen und ausnutzen. Okay, also das heißt, es gibt auch die Möglichkeit in einer anderen Richtung, Eigenschaften auf Graphen, wie eben zum Beispiel jetzt hier die Erkennung von Zusammenhangskomponenten, in lineare Algebra-Verfahren hier Lösung von Gleichungssystemen auszunutzen. Okay, jetzt wollen wir uns noch eine letzte Repräsentation für Graphen anschauen, um dieses Kapitel Graphrepräsentationen abzuschließen. Und das ist eine etwas ungewöhnliche Darstellung, die auch nicht so häufig benötigt wird, aber die doch eine gewisse Bedeutung hat, weil sie eben zum Beispiel auch dazu dienen kann, solche Zusammenhangskomponenten, wie wir sie auf der letzten Folie gesehen hatten, zu erkennen. Okay, also das ist eine Darstellung über sogenannte Intervallgraphen. Und was ist ein Intervallgraph? Wir haben eine Darstellung von Knoten über Intervalle. Also wir nehmen für einen Knoten ein Intervall her, das durch zwei reelle Zahlen repräsentiert ist, A, B. Und Kanten sollen dann bestehen in diesem Graph, wenn es eben eine Überlappung dieser Knotenintervalle gibt. Also wenn ich einen Knoten V habe, der zum Beispiel hier sagen wir, von
1 bis 5 das Intervall repräsentieren würde, einen anderen Knoten U, der das Intervall von, sagen wir, vielleicht 4 bis 6 repräsentiert, dann hätten wir hier einen Schnitt in diesem Bereich zwischen diesen Intervallen und das würde uns anzeigen, dass da eine Kante eben besteht zwischen den Knoten U und V. Wenn wir jetzt ein anderes Intervall hätten, hier zum Beispiel von, sagen wir, von 7 nach 9, dann würde sich dieses Intervall nicht überlappen mit U und V und dieser Knoten, wenn wir vielleicht mal W nennen, der zwischen W und U und V wird es dann keine Kante geben. Also wie gesagt, eine etwas ungewöhnliche Repräsentation. Jetzt muss im Voraus auch nicht, also das AB, wie genau die festgelegt ist, das wollen wir auch gar nicht weiter präzisieren, sondern wir bleiben einfach dabei, das soll irgendwelche Werte AB sein, die eben dann danach diese Überlappungseigenschaft zur Darstellung von Kanten erlaubt. Okay, also hier nochmal aufgeschrieben, wir haben Knotenmenge als Intervalle, AI, BI jeweils. Wir haben eine Kante zwischen zwei Knoten, wenn die Intervalle einen nicht leeren Schnitt haben. Und anhand von dieser Darstellung kann man jetzt solche Zusammenhangskomponenten relativ leicht erkennen. Und zwar kann man einfach die Intervalle von links nach rechts durchlaufen und prüfen, wie viele überlappende Intervalle es gerade noch gibt an dieser Stelle. Und wenn dieser Wert irgendwann mal auf Null sinkt, dann sind wir praktisch am Ende angekommen, wo jetzt von einem Knoten aus keine weiteren Kanten mehr zu den Folgeknoten gibt. Und wir haben damit eben eine abgetrennte Komponente, die von den anderen Knoten unabhängig ist, erkannt. Ja, das ist noch eine kleine Nebenbedingung. Also die Intervalle sollen immer so sein, dass eben der kleinere Wert von dem vor dem größeren Wert abgespeichert ist. Also a kleiner b soll hier gelten. Und diese Möglichkeit, um so einen Zusammenhang zu berechnen, wäre dann durch diesen Algorithmus hier zum Beispiel gegeben. Also wir haben den Algorithmus, der uns prüfen soll, ob so ein Graph, der durch solche Intervalle, also so ein Intervallgraph gegeben ist, ob der verbunden ist, also aus einer Komponente nur besteht. Wie machen wir das? Wir haben als Eingabe die Liste der Intervalle, die eben gleichzeitig die Knoten und die Kanten repräsentieren. Und die soll sortiert sein nach den Endpunkten der Intervalle jeweils. Also wir haben eine Sortierung von Intervallen, sodass eben der eine Knoten, der einen größeren Endpunkt hat, eben weiter hinten in unserer Liste steht. Und dann gehen wir einfach die Elemente der Reihe nach durch, bestimmen diesen Overlap, der am Anfang erstmal 1 ist für die erste Kante und zählen dann, während wir durchlaufen, jeweils wenn ein neues Intervall sich schneidet mit einem bereits bestehenden, dann zählen wir unseren Overlap-Zähler 1 hoch. Ansonsten zählen wir den 1 runter, wenn ein Intervall endet. Das ist diese Bedingung hier. Und wenn wir damit dann am Ende angekommen sind der Datenstruktur, dann geben wir 2 zurück. Das heißt, dann ist es ein zusammenhängender Graph. Wenn wir zwischendrin schon bei 0 ankommen und noch nicht am Ende angekommen sind, dann geben wir false zurück, weil er dann nicht zusammenhängend ist. Okay. Und die Laufzeit von dem Algorithmus ist hauptsächlich durch das Sortieren dieser Intervalle bestimmt. Sortieren können wir in n log n und das geht sogar mit einer sehr großen Kantenanzahl. Also das kann auch ein dichter Graph sein. Also bis zu n Quadrat Kanten können da ja vorhanden sein dann und trotzdem läuft der in O von n log n. Okay, also schauen wir uns das vielleicht nochmal an, was hier passiert. Also hier hätten wir jetzt eben unseren Zähler, der die Überlappungen zählt, der hier sagen wir, bei 1 beginnt, wenn ein neues Intervall hier anfängt, zählt er 1 hoch, dann wäre hier 2, wenn 1 endet, zählt er wieder runter, wären wir wieder bei 1 und so weiter. Und hier an diesem Punkt wären wir jetzt wieder angekommen, dass der Zähler zum Beispiel 0 ist. Wir haben aber noch einen weiteren Knoten in unserem Graph, der eben nicht verbunden ist mit dem restlichen Graph, wie man sieht, dadurch, dass er eben weiter hinten beginnt. Als alle anderen hat er keine Kante zu den vorhergehenden, sonst bräuchte man seinen Schnitt dazu. Das heißt, hier an der Stelle würde man durch das Runtergehen des Zählers auf 0 erkennen, dass dieser Graph nicht zusammenhängend ist. Okay. Also das ist so ein bisschen eine exotischere Darstellung nochmal, die für diese eine Aufgabe eben jetzt des Erkennens von Intervallen, von Zusammenhangskomponenten hilfreich sein kann.
Wir haben jetzt auch noch nichts gesagt, wie jetzt eben dieses AB hier genau gewählt werden muss jeweils oder wie man das wählen kann, dass eben diese Graphstruktur, dass die Kanten genau eingehalten werden. Aber das soll dann auch Teil der Übung wieder sein. Gut, und damit wollen wir auch jetzt diese verschiedenen Graphdarstellungen, die wir uns angeschaut haben, erstmal beenden. Wir haben, ja, wenn wir vielleicht nochmal rekapitulieren, was hatten wir gesehen? Wir hatten diese, diese Kantensequenzdarstellung, wo wir einfach die Kanten der Reihe nach in eine passende Datenstruktur geschrieben hatten. Wir hatten unsere Adjazenzfelder, wir hatten die Adjazenzmatrix, wir hatten Adjazenzlisten und wir hatten noch diese implizite Repräsentation über Intervallgraphen am Ende. Und die Frage ist jetzt vielleicht, wenn Sie jetzt ein bestimmtes Problem lösen wollen mit der Graph-Datenstruktur, welche Repräsentation wählen Sie dann? Und das hängt eben stark ab von den Operationen, die Sie da durchführen möchten, eigentlich wie bei den anderen Datenstrukturen auch. Also die Operationen bestimmen häufig die sinnvollste Datenstruktur, die Sie einsetzen. Genau, dann natürlich auch, wie häufig die Operationen durchgeführt werden müssen. Da gibt es dann eventuell auch wieder die Möglichkeit, ja, vielleicht amortisierte Laufzeitanalysen durchzuführen für die Algorithmen. Gut, also vielleicht so aus Erfahrung raus, was sind die häufigst verwendeten Algorithmen? Eigentlich Adjazenzlisten, würde ich sagen, ist eigentlich das, was man am häufigsten antrifft oder Varianten davon. Also die erlauben die häufig benötigte Flexibilität, eben Löschen, Einfügen von Kanten oder Knoten auch, was man häufig benötigt und sind deshalb, werden die gern verwendet. Okay, gibt es gerade Fragen zu Graphrepräsentationen? Oder hat jemand von Ihnen selber vielleicht noch eine andere Graphrepräsentation schon mal gesehen oder selber implementiert? Die meisten sind wahrscheinlich ähnlich wie das, was wir jetzt uns an Varianten angeschaut hatten. Okay, also, was kommt jetzt als nächstes? Jetzt haben wir Graphrepräsentationen. Die Frage ist jetzt, was sind Operationen, die wir auf Graphen durchführen möchten? Also, was sind Algorithmen, die auf Graphen arbeiten? Können Sie sich da was, oder ja, also man kann sich da vieles jetzt darunter vorstellen, was man auf so einem Graph gerne berechnen wollte, gerade wenn der auch noch vielleicht mit Zusatzinformationen angereichert ist. Aber wenn wir uns mal überlegen, was wären denn so Basisalgorithmen, die man vielleicht gerne hätte. Ja, genau, hier wird schon ein Algorithmus sogar genannt, Dijkstra, um kürzeste Wege in Graphen zu finden. Genau, das wäre ein Algorithmus. Also wir wollen, wenn wir jetzt eben zusätzlich noch ein Kantengewicht haben, also zum Beispiel das Kantengewicht, können wir uns ausdrücken, was ist der Abstand zwischen zwei Städten, die eben über eine Straße verbunden sind, dann könnten wir versuchen, darauf einen Algorithmus aufzubauen, der uns den kürzesten Weg zwischen zwei Städten bestimmt. Und das ist eigentlich so die klassische Routenplaneraufgabe. Sie geben ein, Sie wollen hier von Karlsruhe nach Buxtehude fahren und Sie wollen den kürzesten Weg wissen, wie Sie da hinkommen. Dann können Sie eben alle Straßen oder erstmal alle Wegpunkte über einen Knoten darstellen und alle Straßen über eine Kante, die Länge der Straße oder die Zeit, die man benötigt, um die zu fahren, speichern Sie als Gewicht ab und dann versuchen Sie, den kürzesten Weg zu finden. Das ist ein klassischer Algorithmus, genau. Gibt es noch andere Dinge, die Sie sich denken können, die man auf Graphen rechnen möchte? Es gibt noch viele Dinge. Es gibt so eine große Gruppe, sind auch solche Flussoptimierungseigenschaften. Also Sie wollen zum Beispiel in einem Stromnetz irgendwie rausfinden, was ist denn die maximale Kapazität, die Sie übertragen können von einem Punkt A an einen Punkt B in einem Stromnetz. Vielleicht auch noch, wenn jetzt irgendeine bestimmte Verbindung ausgefallen ist, was ist denn dann die maximale Kapazität, die noch übertragen werden kann? Und auf welchem Weg kann die übertragen werden? Also das wäre eine Fragestellung. Aber es gibt auch noch viel einfachere Dinge. Also eine sehr einfache Fragestellung wäre, kann ich überhaupt in einem Graph von A nach B kommen? Also gibt es irgendwie so eine Kantenfolge, die uns erlaubt, von einem Punkt A zu einem Punkt B zu kommen? Also
Routenplanung ist es jetzt vielleicht in den meisten Fällen der Fall, dass sie irgendwie von A nach B kommen können, wenn sie jetzt nicht gerade auf einem anderen Kontinent ist und sie nur sagen wir, Autoverbindungen zum Beispiel berücksichtigen wollen, dann kann das auch, könnte es auch mal schief gehen. Aber solche Erreichbarkeitsfragen sind wirklich häufig was man auf Graphen auch berechnen möchte. Also die Frage, kann ich von einem Ausgangspunkt zu irgendeinem anderen Punkt kommen? Und das ist, spielt in Reihe von Fragestellungen eine Rolle, also zum Beispiel auch in der Prüfung von Software oder Hardware. Wenn Sie beschreiben, die Zustände, die zum Beispiel ein Chip einnehmen kann, über Werte von Registern, Werte von irgendwelchen Flipflops, die in unserer Schaltung vorhanden sind, das wären dann die Knoten, also die möglichen Zustände der Schaltung. Eine Kante wäre dann vorhanden, wenn Sie eben einen Zustandsübergang in Ihrer Hardware-Schaltung haben, die es erlaubt, von einem Zustand zum anderen zu kommen. Und dann könnten Sie so eine Frage haben, ist es möglich, in irgendeinen Zustand, der eben fehlerhaft wäre, zu kommen von Ihrem Startzustand aus. Also Sie haben einen Chip, der Ihnen irgendwas berechnen soll und bestimmte Zustände in Ihrem Hardware-Design sollen nicht erlaubt sein. Also die sollen nicht erreichbar sein, weil die eben irgendwie fehlerhaft sind. Und diese zu erkennen und ob die vom Start von Ihrem Chip aus irgendwann mal erreicht werden können, das ist auch eine sehr typische Frage. Also die Frage Graph-Erreichbarkeit. Kann ich in einem Graph von einem bestimmten Startknoten zu einem bestimmten Endknoten kommen? Und das, also auf kleinen Graphen ist das natürlich noch sehr überschaubar. Da sieht man das noch von Hand, wenn er nur 5, 6 Knoten hat. Aber wenn Sie dann denken, dass ein Graph vielleicht Millionen oder Milliarden von Knoten hat, dann erkennt man natürlich nicht mehr so einfach, ob ich jetzt von einem bestimmten Knoten überhaupt zu einem anderen kommen kann. Genau. Und also da spielen dann eben Erreichbarkeitsfragen eine Rolle. Und was man zu der Erreichbarkeit häufig benötigt, ist die Möglichkeit, einen Graph irgendwie auf systematischer Weise zu durchlaufen. Also ich möchte von einem Startknoten aus alle erreichbaren Knoten irgendwie ablaufen. Und diese Frage, wie komme ich von einem Knoten zu allen anderen Knoten, nennt sich auch Graph-Traversierung. Also könnte zum Beispiel hier sein, wenn man jetzt sagen wir, durch so eine Stadt laufen möchte, was gibt es da für Möglichkeiten, durch diese Stadt zu laufen? Und Graph-Traversierung ist wirklich eben in sehr vielen Algorithmen Basis von irgendwelchen komplexeren Dingen, die darauf aufbauen. Also wollen wir uns jetzt im Folgenden ein bisschen anschauen, wie können wir einen Graph traversieren? Also wie können wir von einem gegebenen Startknoten aus alle erreichbaren Knoten finden? Okay, und was man dabei feststellt, wenn man jetzt sich anschaut, so eine Graph-Traversierung, das heißt, ich laufe jetzt den Graph oder die Knoten in meinem Graph in irgendeiner Reihenfolge ab, die eben durch die Kantenrelation vorgegeben ist und dabei können verschiedene Arten von Kanten auftreten. Oder man hat eben festgestellt, dass man die Kanten klassifizieren kann in bestimmte Kanten, die auftreten. Also einerseits gibt es eben solche Kanten, die einfach in dem Graph direkt vorhanden sind. Also hier, und die werden als Tree-Kanten bezeichnet. Also ausgehend von einem Startpunkt S kann ich jetzt einfach über die Kantenrelation zu einem anderen Knoten kommen. Das wäre dann so eine Tree-Kante. Während der Traversierung trifft man immer mal wieder auch auf den Fall, dass man irgendwie prüfen möchte, ob eine bestimmte Kante irgendwie vorhanden ist oder nicht. Diese Kanten, das sind dann diese, die jetzt hier gestrichelt eingezeichnet sind. Das heißt, das sind Kanten, die nicht im Graph vorhanden sind, sondern die typischerweise geprüft werden oder die in dem Algorithmus eben auftreten können, festzustellen, ob eine bestimmte Kante eben eine bestimmte Eigenschaft hat. Und die wollen wir dann klassifizieren in sogenannte Forward-Kanten. Also Forward-Kante ist eine Kante, die jetzt nicht wirklich in einem Graph vorhanden sein muss, aber die eben von einem Startknoten aus zumindest so einen Sprung uns macht, der eben eine Kantensequenz zusammenfasst. Also hier haben wir zwei solche Tree-Kanten
Und wenn wir diese zwei Tree-Kanten eben hintereinander ausführen, dann ist das ein so ein Vorwärtsschritt und den können wir uns als eine gedachte Vorwärtskante da denken. Also auch zum Beispiel hier von S nach hier unten, das wäre auch so eine Vorwärtskante. Genau, also eben alles, was in der Richtung von Kanten, die im Garfahren sind, geht und eventuell Kanten überspringt. Dann in der anderen Richtung, wenn wir haben, dass wir entgegen der Kantenrichtung laufen und da eine Kante imaginär uns denken, dann ist es eine sogenannte Backward-Kante, die eben entgegen der Richtung des Graphs läuft. Und wenn es eine Kante ist, die eben nicht jetzt alle Schritte in Graphrichtung oder in Kantenrichtung macht oder alle Schritte entgegengesetzt, dann nehmen wir die Cross-Kante. Also da gibt es hier zum Beispiel von hier oben nach hier unten gibt es eben Rückwärtsschritte. Das wären diese hier und es gibt Vorwärtsschritte. Und wenn wir eben so eine Kombination aus Rückwärts- und Vorwärtsschritten haben, dann nennen wir das Cross-Kante. Okay, und diese Klassifizierung, die würde ich Sie bitten, sich versuchen zu merken, weil die wird bei unseren Traversierungsalgorithmen eine gewisse Rolle spielen. Okay, also schreiben wir es nochmal kurz auf, dass diese Tree-Kanten oder Baumkanten, das sind eben Kanten, die im Graph auftauchen und man kann die auch so bezeichnen, das sind die Elemente des Waldes, der bei der Suche aufgebaut wird. Also das sind die Kanten, in denen sie eben, die Reihenfolge ausdrücken, in der sie ihre Suche durchgeführt haben. Also sie sind von einem Knoten S aus bei ihrer Suche zu dem Knoten hier unten, zu dem gelaufen, dann von dem aus zu diesem unteren weiter. Das heißt, das ist das, was sie während ihrer Graph-Traversierung eben wirklich an Kanten abgelaufen haben. Dann diese Vorwärtskanten sind eben parallel zu den Baumkanten, Rückwärtskanten dann eben in der Rückrichtung, in der entgegengesetzten Richtung oder antiparallel zu den Baumkanten und Querkanten wären alles übrige. Also die Kanten, die wir hier betrachten, sollen diejenigen sein, die eben bei der Traversierung auftreten. Also sie durchlaufen den Graph in einer bestimmten Reihenfolge und gehen dabei eben die Kanten durch und je nachdem, um welche Art von Schritt es sich dabei handelt, bekommt er eben so eine Klassifizierung. Ja, genau, also wenn Sie jetzt daran denken, dass es so einen Zyklus zum Beispiel gibt in einem Graph, das kann natürlich auch sein. Also hier in dem Folgenden wird es immer so sein, dass sich diese Vorwärts- und Backwards-Kanten nicht direkt auf den Graph beziehen, sondern auf die Graph-Traversierung. Also wir schauen uns immer eine bestimmte Reihenfolge an, in der wir den Graph durchlaufen und auf diesen praktisch dadurch erzeugten Graph, darauf wendet man dann diese Klassifizierung an der Vorwärts- und Backwards-Kanten. Und da ist eigentlich so, dass da im Normalfall nicht gleichzeitig eine Vorwärts- und Backwards-Kante entstehen kann, sondern wir haben immer eine bestimmte Traversierung, die eben eine Richtung dann nimmt bei dem Durchlaufen des Graphs. Aber sonst ist das, haben Sie recht mit Ihrer Anmerkung, ja. Ja, also eigentlich, man definiert das immer so, dass man sagt, Vorwärtskanten sind immer als parallel bezeichnet und die Backwards-Kanten immer als antiparallel. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage da richtig verstanden habe oder ob Sie was anderes noch damit meinen. Genau, also sag mal, eigentlich ist es einfach ein Synonym. Also Forwards steht immer für parallel, wird als parallel bezeichnet, Backwards als antiparallel. Und es geht eben immer darum, um diese Traversierung, die wir durchführen. Also es geht immer um diesen dynamischen Aspekt. Wir haben einen bestimmten Graph, dadurch laufen wir die Knoten in einer bestimmten Reihenfolge. Und die Reihenfolge, in der wir die Knoten besuchen, das ergibt uns dann eben diese Bezeichnung als Forwards- oder Backwards-Kante dann. Hast du noch Fragen? Nee, gerade nicht. Okay, also wir wollen uns jetzt einen solchen Traversierungsalgorithmus anschauen. Also Ziel ist, gegeben von einem Startknoten aus, alle erreichbaren Knoten zu besuchen. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist die sogenannte Breitensuche. Und genau, also wir werden nachher noch eine Variante davon sehen, die Tiefensuche. Breitensuche heißt eben, dass wir mit möglichst wenig Schritten versuchen, die Kanten zu erreichen. Also, was haben wir? Wir haben einen Startknoten S und wir wollen von diesem Startknoten aus alle erreichbaren Knoten besuchen. Und während diesem Besuchen läuft unser Algorithmus eben diese Knoten in einer bestimmten Reihenfolge ab
Und diese Reihenfolge des Absuchens, die ergibt uns eben einen Baum auf diesem Graph. Und dieser Baum ist auch das, was jetzt auf der letzten Folie genannt war, der uns dann eben diese Klassifizierung erlaubt zu Vorwärts-, Rückwärtskanten und so weiter. Okay, und wir wollen jetzt eben alle erreichbaren Knoten finden und diese Knoten auch auf kürzesten Pfaden. Also wir suchen die, zu jedem Knoten die geringste Anzahl der Schritte, die wir benötigen, um dahin zu kommen. Okay, und wie man das machen kann, ist, wir fangen einfach zum Beispiel an mit unserem Knoten S, unserem Startknoten, und wir berechnen jetzt einfach mal alle Knoten, die wir in einem Schritt erreichen können. Das wäre diese Menge hier. Und das geht ganz direkt, das sind einfach die ausgehenden Kanten, die geben uns ja direkt an, was in einem Schritt erreichbar ist. Und damit haben wir dann diese Menge eben bestimmt, was ist von unserem Startknoten aus in einem Schritt erreichbar. Dann von da aus ausgehend berechnen wir, was ist in zwei Schritten erreichbar und was ist in drei Schritten erreichbar. Das heißt, wir arbeiten uns immer so blockweise nach vorne. Also wir fangen an mit, was ist in null Schritten erreichbar. In null Schritten ist der Startknoten selber, eben von dem wir unsere Suche oder unsere Traversierung beginnen, aus erreichbar. Dann versuchen wir, alle Knoten zu bestimmen im nächsten Schritt, die in einem Schritt erreichbar sind. Dann als nächstes alle Knoten, die in zwei Schritten erreichbar sind. So lange, bis es eben nicht mehr weitergeht und wir irgendwo keine weiteren Knoten mehr hier dazu bekommen, wenn wir einen Schritt dazu nehmen. Also das ist eine Formulierung, die uns eben erlaubt, auch eine bestimmte Variante des kürzesten Wegeproblems zu lösen. Also alle Wege sind im Grunde genommen immer gleich lang. Also jede Kantentraversierung hat Länge 1 an, und damit haben wir eben hier die Möglichkeit, auch schon kürzeste Wege mit dieser Einheitsdistanz rauszufinden dann. Okay, was man hier auch sieht, ich würde zum Beispiel jetzt anfangen hier, ich habe dir erst den Knoten, Startknoten gegeben und versuche jetzt der Reihe nach die Knoten, die in einem Schritt erreichbar sind, also den Knoten B als erstes, dann den Knoten C, dann den Knoten D. Und jetzt, damit bin ich fertig, habe meine Ebene 1 aufgebaut. Und das heißt, jetzt würde ich als nächstes dann versuchen, die Knoten zu finden, die in zwei Schritten erreichbar sind. Also die Knoten, also hier von D wäre E aus erreichbar, von D aus ist auch F erreichbar. Und wenn wir jetzt noch annehmen, wir haben eine Kante, die von D nach E geht in unserem Graph, dann stellen wir fest, ja, was ist denn mit dieser Kante? Wir haben eigentlich den Knoten E ja schon davor gesehen. Also über von S nach B zu E zu gehen. Auf dem oberen Weg haben wir den E schon gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier von unten über den Weg D nochmal zu dem Knoten E kommen würden, dann müssen wir das nicht noch ein weiteres Mal berücksichtigen, weil wir den ja bereits gesehen haben. Und von daher ist dann diese Kante, die von D nach E geht, also die auch in unserem Graph eben vorhanden ist, die ist jetzt hier was bei der Traversierung nicht mehr berücksichtigt werden muss. Und wir können sie deshalb eben hier an der Stelle dann weglassen bei der Traversierung und auch als Forward-Kante deklarieren dann. Eine Cross-Kante wäre es, genau wie die von einem Pfad zu einem anderen Pfad hier geht praktisch. Also, und Vorwärts- und Rückwärtskanten beides enthält dann. Genauso, wenn wir jetzt dann weitergehen würden, zum Beispiel von dem Knoten E aus zu prüfen, was können wir von hier aus in drei Schritten erreichen, dann würden wir feststellen, ja, das ist G zum einen, also würden wir G dazu nehmen. Wir würden aber auch sehen, es ist zum Beispiel C zu erreichen, aber C haben wir davor schon besucht, also würden wir es auch als eine Cross-Kante hier erkennen. Wenn wir von E weiter prüfen, stellen wir auch fest, es gibt die Kante nach F. F haben wir auch bereits gesehen über den unteren Pfad, also wäre von E nach F auch eine Cross-Kante hier. Gut. Und dann, wenn man jetzt hier bei der Ebene 3 noch weiter sucht, stellen wir fest, von G aus gibt es jetzt zwei ausgehende Kanten, einmal nach F in unserem Graph, einmal nach B in unserem Graph. Und wenn wir die klassifizieren, stellen wir auch fest, ja, F haben wir bereits besucht, also ist es in dem Fall jetzt eine Cross-Kante, weil sie eben Rückwärts- und Vorwärtskanten umfasst, um von G nach F zu kommen. Und wir stellen auch fest, es gibt diese Kante von G nach B, also die hier oben zurückgeht. Und hier behandelt es sich jetzt um eine Backwards-Kante, weil die, ne,
weggesprungen, weil es sich hier um einen Rücksprung handelt, der entgegen unserer Traversierungsrichtung komplett verläuft. Okay. Gut. Also hier sieht man nochmal diese Klassifizierung der Kanten, die bei der Breitensuche entstehen. Und Breitensuche, wie gesagt, immer blockweise alle Elemente, die in einem weiteren Schritt erreichbar sind, werden dazugenommen. Also die Idee bei der Breitensuche ist, den Baum Schritt für Schritt aufzubauen, oder Schicht für Schicht aufzubauen. Erstmal diese Schicht 0 in 0 Schritten erreichbar, Schicht 1 in 1 Schritt erreichbar und so weiter. Wie können wir das machen? Wie können wir diesen Schichtaufbau der erreichbaren Knoten hinbekommen? Also das ist dann auch unser Algorithmus schon für die Breitensuche, für Breadth First Search steht das BFS hier. Also wir haben einen Startknoten S und von diesem Knoten aus wollen wir eben in dieser Breitensuchreihenfolge alle Knoten besuchen. Und das machen wir so, dass wir so eine Queue mitführen. Und die Queue enthält immer genau die Knoten, die auf der aktuellen Schicht gefunden wurden. Also wir beginnen mit Schicht 0. Das heißt, unsere Queue enthält am Anfang die Knoten, die auf Schicht 0 gefunden wurden. Okay. Und was machen wir jetzt? Wir lassen jetzt hier eine Schleife ablaufen, solange wir eben noch Knoten in unserer Queue haben. Das heißt, für die müssen wir noch explorieren oder schauen, was ist denn von diesem Knoten aus erreichbar. Solange es solche Knoten gibt, machen wir eben diese sogenannte Exploration, dass wir uns die ausgehenden Kanten anschauen, schauen, ob da was dazukommt. Und das wäre jetzt hier eben diese Knoten B, C und D, die hier dazukommen würden. Und die würden wir uns dann in der nächsten, in so einer nächsten Queue ablegen, für die nächste Schicht Q'. Und genau, es sind eben praktisch die neu dazukommen. Diejenigen, die wir schon in früheren Schichten bearbeitet haben, kommen hier nicht dazu. Und dann setzen wir einfach unsere aktuelle Schicht Q auf dieses neu berechnete Q' und wiederholen die Schleife so lange, bis wir alle Knoten behandelt haben. Okay. Also das ist relativ einfach. Wir schauen uns immer alles an, was von der aktuellen Schicht aus in einem Schritt erreichbar ist, nehmen das zu unserer neuen QQ' dazu und wiederholen einfach den Prozess so lange, bis keine neuen Knoten mehr dazukommen. Okay. Jetzt können wir uns mal überlegen, das sieht relativ nachvollziehbar, denke ich, aus, so, dass man da schrittweise so eine Tiefensuche erreicht durch den Baum durch. Was man im Normalfall noch möchte, man möchte irgendwie dieses Ergebnis dann jetzt eben auch darstellen können oder sich speichern, in welcher Weise man den Graph durchlaufen hat. Und dazu kann man eben diesen Suchbaum, den man aufgebaut hat, den kann man eben sich abspeichern. Also wenn wir uns mal anschauen, also was hier passiert ist ja, man schaut, geht eben hier diese Knotenreihe nach durch hier, sucht dann hier weiter und was man damit erhält in dieser Suchreihenfolge ist eben dieser Suchbaum. Dabei handelt es sich eben wirklich auch um einen Baum und nicht um einen Graph und der gibt uns eben an, in welcher Reihenfolge wir die Knoten gefunden haben. Und diesen Suchbaum, den wollen wir jetzt irgendwie abspeichern können. Und was man dazu machen kann, ist, dass man einfach jeweils für jeden Knoten sich den Parent-Knoten, also den Elternknoten, merkt. Also von welchem Knoten aus ist dieser Baumknoten erreicht worden. Also zum Beispiel, wenn wir uns B anschauen, B ist von S aus erreicht worden, dann wäre Parent von B wäre S. Und dann wollen wir es so machen, dass wir speichern, wenn der Knoten noch nicht erreicht wurde, dann speichern wir dieses Bottom-Symbol als Parent ab. Zeigt uns an, eben noch nicht erreicht, der Knoten. Und für den Startknoten wollen wir auch ein bisschen eine spezielle Bedeutung vom Parent-Knoten haben. Den setzen wir einfach auf sich selber. Also hier Parent-Knoten enthält dann eben diese Kante auf sich selber. Dadurch ist eigentlich dann nicht mehr wirklich ein Baum, was wir da haben. Aber bei dem Wurzelknoten wollen wir eben das erlauben. Okay, also wenn man sich hier nochmal anschaut, wir haben einerseits die Tree-Knoten und die Parent-Knoten gehen dann eigentlich immer in der entgegengesetzten Richtung dann. Gut, und mit dieser Darstellung über die Parent-Knoten können wir uns jetzt auch diesen
diesen breiten Suchalgorithmus noch etwas detaillierter anschauen, wie man denn das Ganze umsetzen kann. Also, was haben wir? Wir haben unsere Breitensuche, die wieder von einem Knoten ausgeht, von unserem Startknoten S. Und die soll uns zurückliefern, einerseits so ein Knoten, ein Array von Knoten in unserem Graph, das eben den besuchten Knoten entspricht, und dann noch ein zweites Array, das für jeden Knoten uns abspeichert, die Distanz vom Startknoten. Also wurde dieser Knoten gefunden oder nicht. Wenn er nicht gefunden wurde, bekommt er eben unendlich als Distanz bei der Suche. Ansonsten die Distanz vom Startknoten. Also das ist das, was unser Tiefen- und unser Breitensuchalgorithmus bestimmen soll. Letztendlich eigentlich hauptsächlich die Distanz von dem Knoten und welche erreichbar. Und dieses Parent Array ist das erste, was wir hier berechnen. Okay, wir initialisieren jetzt erstmal hier die Distanz von den Knoten, setzen wir alle erstmal auf unendlich, wenn wir die noch nicht gesehen haben. Dann die Parent Knoten setzen wir auch mal auf dieses Bottom-Symbol, also auf undefiniert für alle Knoten. Und dann setzen wir, wie wir ja schon wissen, von den Startknoten noch spezielle Einträge, wenn wir da mehr Informationen haben. Also die Distanz des Startknotens vom Startknoten aus ist natürlich 0. Und der Parent-Knoten vom Startknoten, haben wir auch gesagt, den wollen wir per Konvention so festlegen, dass der auch der Startknoten selber ist. Also dass wir diesen Zyklus haben. Gut. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, eben dieses schichtweise Absuchen unseres Graphen erreichen. Und wir haben dazu eben unsere aktuelle Queue, die enthält am Anfang nur den Startknoten. Unsere Queue Q' soll das Ergebnis erhalten, was von dem Startknoten aus oder von dieser Knotenmenge Q aus in einem Schritt erreichbar ist, und es eben dann die nächste Ebene nach der Ebene Q angeben. Okay, also was machen wir? Wir haben so eine Zählvariable L, die wir eben schrittweise hochzählen, und wir gehen durch oder zählen diese Variable so lange hoch, solange unsere Q noch nicht leer ist. Das heißt, die aktuelle Ebene, die wir gerade bearbeiten, bearbeiten wir eben Schritt für Schritt, und solange wir da noch Elemente drin haben, die noch bearbeitet werden müssen, läuft der Algorithmus noch weiter. Okay. Also das, was wir hier machen, ist, dass wir über die verschiedenen Ebenen gehen. Also 0 wäre die Ebene 0, 1 wäre die Ebene 1 und so weiter. Und die Invariante, die jetzt hier gelten soll, ist eben, dass Q genau die Elemente enthält, die in Distanz L von S aus im Graph erreichbar sind. Also in L-Schritten von S aus erreichbar sind. Gut, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt einfach unsere Knoten aus unserer aktuellen Ebene oder unserer aktuellen Schicht durch. Das sind die Knoten U, für die schauen wir uns die ausgehenden Kanten an. UV, das bedeutet, wenn wir so eine Kante UV gefunden haben, dann ist Knoten V, müssen wir uns jetzt anschauen, ob wir den schon gefunden haben davor oder ob wir den noch nicht gesehen haben. Und wie stellen wir fest, ob wir den Knoten V schon mal gesehen haben davor? Indem wir prüfen, ob der bereits in unserem Suchbaum enthalten ist. Und dieses Prüfen, ob er im Suchbaum enthalten ist, das geht eben über das Parent Array. Da ist ja ein Eintrag ungleich diesem Bottom-Element drin, wenn der bereits gesehen wurde. Also wenn das noch das Bottom-Element ist, dann wissen wir, diesen Knoten haben wir davor noch nie gesehen. Und das ist jetzt eben ein Knoten, der unserem Suchtraversierung, unserem Baum dazugefügt werden muss, auf der nächsten Ebene. Also wir wissen, von Knoten U aus ist der in einem Schritt erreichbar, also wird er auf der nächsten Ebene hinzugefügt. Also erweitern wir unsere Menge Q' um diesen Knoten V, der eben von U aus in einem Schritt erreichbar ist. Dann setzen wir auch noch die Suchtiefe, auf der wir diesen Knoten V gefunden haben. Und zwar ist das eben die der aktuellen Ebene plus 1. Genau, weil es eben in der nächsten Schicht ist. Und dann setzen wir auch noch diesen Parent-Eintrag für Knoten V, wie wir den gefunden haben, auf U. Gut, also das ist der Fall, wenn der Knoten noch nicht gesehen wurde. Was müssen wir tun, wenn der Knoten bereits gesehen wurde? Wenn wir den
früher in der Suche bereits gefunden haben, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Dann ist er bereits in der früheren Schicht enthalten und wir sind hier soweit fertig. Okay, damit haben wir jetzt, wenn wir diese Schleife dann durchlaufen haben, diese vor, ja, die äußere sogar, wenn wir die durchlaufen haben, oder beide, dann wissen wir, wir haben jetzt alle Knoten in der aktuellen Schicht abgearbeitet und haben alle Knoten, die von dort aus in einem Schritt erreichbar sind, in unserem Q-Strich uns gemerkt. Und was wir dann machen ist, dann vertauschen wir eben oder setzen wir unser Q, das heißt, wir wechseln eine Ebene weiter. Wir gehen von dem Q zum Q-Strich, also unser Q-Strich wird, ja, also das ist ja diese parallele Zuweisung, also Q-Strich wird zu Q und unser bisheriges Q-Strich wird zur leeren Liste. Das heißt, wir gehen einfach eine Ebene weiter damit. Und hier oben in der Vorschleife an dieser Stelle war es ja auch so, dass wir das L dann eben bei jedem Schleifendurchlauf um 1 erhöhen. Also L geht hier gleichzeitig dann auch um 1 hoch. Das heißt, die Tiefe entspricht dann auch dem, was wir auf der nächsten Ebene eben finden. Gut, das Ganze wiederholen wir, solange wir noch Knoten haben, die wir noch bearbeiten müssen. Also solange dieses Q ungleich leere Sequenz ist. Wenn das irgendwann mal leer wird, dann haben wir als Ergebnis unser Parent Array, das uns eben den Suchbaum oder diesen Traversierungsbaum zurückgibt und die entsprechenden Tiefen, die in dem Array D gespeichert sind. Okay. Und das ist der Breitensuchalgorithmus. Also was ist das Wichtige dabei? Wir suchen die Knoten alle mit minimaler Distanz von einem Startknoten ausgehend, indem wir das eben schichtweise uns die Knoten betrachten. Also wir haben immer eine aktuelle Schicht, die uns eben in anzeigt, dass in K-Schritten dieser Knoten erreicht wird und wir suchen von da aus die Knoten, die in K+1-Schritten erreicht werden können. Okay. Also was man jetzt auch noch machen kann, man kann sich noch ein bisschen überlegen Richtung Optimierungen. Also man kann zum Beispiel diese Qs, Q und Q' kann man als FIFO-Qs implementieren. Ja, geht relativ problemlos. Dann, was noch ein anderer kleiner Trick ist, ist, dass man sich versucht, den Speicherplatz zu optimieren. Also bei dem Algorithmus, wie er jetzt gerade angegeben war, da hatten wir immer eine QQ und eine QQ'. Und was man machen kann, ist, dass man das anders repräsentiert, indem man, also das spart vielleicht nicht unbedingt Speicherplatz, aber es ist eine einfachere Repräsentation des Algorithmuses, indem man einfach zwei solche Qs verwenden, oder wie bisher auch Q und Q', aber die Schleife praktisch einmal ausrollen und einmal eben direkt von Q nach Q' unsere Ergebnisse übertragen und dann in einem zweiten Schleifendurchlauf diese Q und Q' einfach in einer vertauschten Rolle ansehen dann. Also bisher war es so, dass wir ja einfach Elemente von Q angeschaut haben, Ergebnisse nach Q' geschrieben haben, danach haben wir dann Q' nach Q kopiert, Q' auf leer gesetzt. Was wir stattdessen machen können, ist, dass wir einfach so wechselnd zwischen Q und Q' arbeiten. Das heißt, in einer und der ersten Phase lesen wir aus Q die aktuellen Knoten raus, schreiben in Q' diejenigen Knoten rein, die in einem Schritt oder einer höheren Tiefe erreichbar sind und dann danach vertauschen wir einfach die Rollen, dass in Q' die auf der aktuellen Tiefe sind und wir in Q die Elemente reinschreiben, die in einem Schritt mehr erreichbar sein können. Genau, und dann, wenn wir eben mit Q und Q' auf diese Art arbeiten, dann kann man die auch platzsparend in ein Feld reinschreiben. Das heißt, wir haben ein Q, das hier von links nach rechts wächst und ein Q', das von rechts nach links wächst. Und nachdem die eben nicht gleichzeitig beliebig wachsen können, sondern Elemente zwischen denen hin und her gespielt werden, kann man die eben geschickt in ein Feld reinpacken und sich dadurch nochmal Speicherplatz sparen. Okay, gut, also, aber das sind kleinere Optimierungstricks, die man sich da noch überlegen kann. Die Hauptsache ist eigentlich dieser Tiefensuchalgorithmus, wie der funktioniert, dieser Breitensuchalgorithmus. Was wir uns als nächstes anschauen wollen, ist diese sogenannte Tiefensuche. Und was passiert bei der Tiefensuche? Da ist es jetzt so, dass wir eben
nicht schichtweise die Knotenmengen aufbauen wollen, sondern wir laufen einfach den Baum an der Stelle, wo wir gerade sind, möglichst weit ab, bis es eben nicht mehr weitergeht. Und erst dann, wenn wir am Ende angekommen sind, gehen wir wieder einen Schritt zurück, also machen so ein Backtracking und suchen über andere Knoten, was es da noch für weitere Wege gibt. Also wir würden hier vom Startknoten aus erstmal den Knoten B uns anschauen, dann aber nicht zu dem nächsten Knoten D, der ja auch auf der nächsten Ebene liegen würde, weitergehen, sondern wir arbeiten immer von dem aktuellen Knoten aus weiter, also E nach G nach F, bis es eben nicht mehr weitergeht. Machen dann ein Backtracking und schauen uns hier, wo es noch weitere Kanten gibt, die der Reihe nach an, machen dann wieder ein Backtracking, bis wir eben auch wieder irgendwann mal alle Kanten abgedeckt haben. Und auch da spielen dann wieder diese Tree-Kanten, Forward, Backward und Cross-Kanten eine Rolle. Okay, also wie kann so eine Tiefensuche funktionieren? Also die Idee ist eben wirklich, dass wir eben möglichst weit oder auf einem Pfad voranschreiten. Also wir verwenden dann eine Markierung nachher im Algorithmus für die Knoten, die wir bereits gesehen haben. Und deshalb werden wir am Anfang erstmal diese Markierungen zurücksetzen, weil wir eben noch keine Knoten gesehen haben. Dann initialisieren wir unsere Suche, also das bedeutet eigentlich den Startknoten in erster Linie. Also dass wir den eben als bereits gesehen markiert haben. Und dann gehen wir durch unsere Knotenmenge durch, schauen uns an, ob der Knoten bereits markiert wurde. Wenn das der Fall ist, dann haben wir den bereits früher gesehen. Ansonsten markieren wir den. Also man könnte sagen, das ist jetzt die neue Wurzel von unserer Suche vorübergehend. Und von da aus wollen wir die Suche dann irgendwie fortsetzen. Dann setzen wir diesen Knoten S, den wir jetzt gefunden haben, als neuen Knoten und führen von da aus diese Tiefensuche wieder durch. Okay, also und bei diesem Tiefensuchalgorithmus, da haben wir jetzt noch einen kleinen Trick dabei, dass wir eben zwei Knoten dem übergeben. Also dieser Depth First Search Algorithmus Tiefensuche hat Argumente U und V, jeweils zwei Knoten. Und was geben die uns an? Also wir wollen den Knoten V uns von da aus unsere Suche fortsetzen, wissen aber, dass wir den Knoten V von U aus erreicht haben. Also das erste Argument gibt uns an, dass wir von U in den Knoten V, auf den Knoten V getroffen sind. Genau, also Knoten V, wobei wir wissen, dass wir den U davor gesehen haben. Wozu man das braucht, das sehen wir demnächst dann. Gut, was macht jetzt diese Tiefensuche? Sie macht eben auch so eine Explorierung. Wir schauen uns ausgehend von V die ausgehenden Kanten an. Also wir schauen uns an, von wo aus können wir von V in einem Schritt hinkommen. Bezeichnen den Knoten mit W, also wenn wir diese Kante VW haben. Was machen wir dann, wenn W bereits markiert wurde? Dann wissen wir, den haben wir bereits besucht und dann rufen wir diesen sogenannten Traverse Non-Tree-Edge Algorithmus auf, der uns so ein bisschen dieses Backtracking dann auch durchführt oder diese Kante bearbeitet. Ansonsten wissen wir, es handelt sich um eine Tree-Edge, also den Knoten W haben wir noch nicht gesehen. Dann müssen wir den irgendwie bearbeiten, das sehen wir gleich nachher, wie wir das machen mit dieser Funktion Traverse Tree-Edge, markieren den Knoten W als gesehen und führen dann von dort rekursiv wieder eine Tiefensuche durch. Also jetzt von Knoten W aus gesehen, wobei wir wissen, wie haben wir den Knoten W erreicht, über den Knoten V. Also Knoten V war der Vorgänger. Gut, wenn wir dann mit dieser Schleife fertig sind, dann haben wir den Knoten V bearbeitet und dadurch, dass wir wissen, dass wir von U aus den erreicht haben, machen wir jetzt diesen Backtrack-Schritt, der uns eben eins wieder zurückgeht zu dem Vorgängerknoten U. Auch dazu sehen wir gleich auf der nächsten Folge noch etwas mehr, wie das genau funktioniert. Okay,
Also schauen wir uns das auch wieder etwas mehr im Detail an. Was macht die Init-Funktion, die wir auf der letzten Folie hatten? Also im Detail, schauen wir uns mal kurz an. Also wir haben hier diesen Vorbereitungsschritt für unsere Suche. Wir wollen auch wieder genauso unser Ergebnis mit Hilfe des Parent Arrays aufbauen. Die Suchtiefe, wann wir den Knoten gefunden haben, die wollen wir ja nicht verwenden. Und das heißt, wir initialisieren hier das Parent Array auch erstmal wieder auf undefiniert. Das heißt, alle Knoten sind erstmal noch nicht noch nicht gefunden worden durch unseren Suchalgorithmus. Und was wir dann als erstes machen, also wenn wir S als Root markieren, wird eben auch nach unserer vorherigen Konvention diese Parent-Kante von Knoten S auf S selber gesetzt. Dann die Funktion Traverse Tree Edge ist auch sehr, sehr einfach zu realisieren. Was macht Traverse Tree Edge? Die zeigt eben nur an, dass wir, oder soll uns im Ergebnis uns speichern, dass wir eben hier diese Baumkante gefunden haben. Und das bedeutet, dass wir das einfach in das Parent Array entsprechend eintragen können. Also wenn wir von V nach W diese Kante als Baumkante erkannt haben, dann ist eben von V der Vorgänger W. Und das tragen wir hier entsprechend, von W der Vorgänger V, und wir tragen das hier entsprechend ein. Okay, also wie sieht es denn aus? Wir haben hier am Anfang unser Parent Array, das erstmal nur das S initialisiert enthält, und dann haben wir nachher während im Laufe des Algorithmus solche Tree-Kanten, die wir haben, die wir eben entsprechend markieren. Gut. Okay. Aber ich denke, an dieser Stelle machen wir auch für heute mal Schluss. Und dann schauen wir uns nächste Woche den Tiefensuch-Algorithmus noch abschließend an und beschäftigen uns dann auch noch mit ein bisschen weiteren Algorithmen. Dann, genießen Sie den sommerlichen Tag noch, und wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder.